Hi Leute, willkommen zu meinem nächsten Gatecrash Draft. Und zwar heute habe ich einen Gast dabei, den guten alten Robert. Mit dem habe ich schon Hallo. einige andere Videos gemacht. Heute das erste Mal mit Robert zusammen für die homerj.de Community, aber auch auf meinem YouTube-Kanal zu sehen. YouTube.de oder com/forsti. Genau. Die Pakete sind vorbereitet. Robert ist vorbereitet. Absolut. Und ich werde jetzt hier so einen Swiss Draft machen, wenn ich es irgendwie hinkriege, da einen Doppelklick drauf zu machen. So. Warum ich Swiss spiele, ist einfach, ich habe 3 Runden garantiert. Und ja, meine Tickets werden auch langsam knapp, dann möchte ich lieber keine Varianz haben. Es wird, also ich muss jetzt einfach einen guten Booster öffnen, sonst wird das mit den Tickets echt ein bisschen eng. Naja. Gut, Robert ist dazu da, um ein paar Fragen zu stellen, falls ich ein bisschen zu viel überspringe gedanklich. Und ansonsten kann es jetzt eigentlich direkt losgehen. Wir sind auch schon 8 Leute. Der erste Booster wird geöffnet. Und ein Master Biomancer in Foil. Das ist wahrscheinlich ein unglaublich krasser Money Pick. Da kann ich eigentlich gar nicht anders, als den Master Biomancer zu picken. Weil das ist eine Mythic und sie ist Foil. Die ist wahrscheinlich unglaublich viel wert. Ja. Aber tun wir mal so, als wäre der Booster sonst ganz normal. Dann würde ich hier Daring Skyjack sehr gerne mögen. Holy Mantle wäre auch gut, aber ich möchte ja zu Anfang 2 Drops sammeln. Madcap Skills wäre auch ganz okay, aber wahrscheinlich würde ich sonst eher den Daring Skyjack nehmen. Ja, Daring Skyjack ist halt eine Karte für 2 Mana und die 2-Mana-Karten sind in Gatecrash die wichtigsten. Der Deathcult Rogue ist auch ganz okay, würde ich sagen. Mein Liebling. Ja. Gut, der Master Biomancer hat jetzt hier die Eigenschaften. Er ist 2-4, kostet 4 Mana und jede andere Kreatur, die ich besitze, kommt mit einer zusätzlichen 1-1-Marke ins Feld. Ja, da haben wir ihn jetzt mal gepickt. Das ist schon mal ziemlich gut. Dann haben wir einen Samek Guildmage, einen Crocanura, einen Shamble Shark. Das ist ein super Simic-Pack, also blau-grün. Wir haben hier eine Warmind Infantry, die ist auch gut. Die Giant Ediphage ist auch eine Mythic, aber die ist eher wertlos. Was eine relative Sache bei Magic Online ist. Aber ich würde ja trotzdem Value picken. Der Gurt Street Denizen ist ganz gut. Aber ich würde jetzt hier erstmal den Samek Guildmage nehmen. Denn ja, Simic ist auf jeden Fall gutes Deck erstmal. Der links von mir hat definitiv keine Simic-Karte genommen, weil Samek Guildmage ist eigentlich die beste Simic-Karte, die es gibt. Er hat offensichtlich eine andere Uncommon genommen. Ja, und wenn ich ein bisschen Glück habe, also links neben mir die Position nimmt schon mal keinen Simic, da kann ich mir recht sicher sein. Ja, kann gut sein, dass wir in Simic gehen. Außerdem haben wir auch den Master Biomancer schon in Simic. Crocanura und Shamble Shark sind eben auch super Karten. Der Simic Guildmage oder Samek Guildmage hat 2 Fähigkeiten. Boah, hier ist noch ein Breeding Pool. What the f. Das ist auch eher ein Money Pick. Also gehen wir noch zum Samek Guildmage. Der hat 2 Eigenschaften, die ihn nicht tappen müssen, also kann ich sie sofort machen. Kreaturen kommen mit einem zusätzlichen 1-1-Counter ins Spiel oder ich nehme einen 1-1-Counter von einer anderen Kreatur runter. Von irgendeiner Kreatur runter. Und dafür darf ich eine Karte ziehen. Das erschafft natürlich Kartenvorteil, ist mega, mega strong. Welche anderen Karten sind auch noch gut hier? Der Sapphire Drake ist auch gut, der Spire Tracer ist auch gut. Aber eigentlich kein Grund, um nicht hier den Breeding Pool zu nehmen. Wie ich finde. Also die Gruul Keyrune finde ich nicht so mega geil. Irgendwie sind Keyrunes in dem Gatecrash-Format viel schlechter als im Return to Ravnica. Ist mir so aufgefallen. Der Spire Tracer gefällt mir sehr gut, weil der kann nur von fliegenden Kreaturen geblockt werden, kostet einen Mana, ist 1-1. Aber der Breeding Pool ist einfach 3 Ticks wert, also $3,30 umgerechnet. Und da ich hier knapp an Geld bin und sowieso ein Simic bin, dann nehme ich auch den Breeding Pool mit nach Hause. Gut, dann weiter geht's. Wir haben hier einen Guildgate, das ist ganz okay. Ein Drakewing Krazis, welches eine super Simic-Karte ist. Ein Crocanura, was auch eine super Simic-Karte ist. Mark for Death ist ziemlich behindert. Gridlock ist noch einigermaßen okay. Kartell Aristocrat ist halt ein 2-Drop. Ist auch okay. Ich kann mich hier nicht so richtig entscheiden, ob ich jetzt den Krasis nehmen möchte oder das Crocanura.
Und ich würde sagen, der Krasis tabled weniger, deswegen würde ich den jetzt picken. Was würdest du sagen, Robert? Welche Karte findest du denn besser? Kokonura oder Drake den Krasis? Krasis, würde ich sagen. Ja, Ja. der 3-1 trampeln und fliegen, kostet 3 Mana. Und Kokonura hat 1-3 Reichweite und Evolve. Also Reach kann fliegende Kreaturen blocken. Ja. Evolve, er wird halt irgendwann ziemlich groß. Es ist schon eine Premium-Simic-Karte, aber ich glaube, ich nehme mal jetzt hier den Drakewing Krasis. Kokonura kriegt man meistens nochmal so. So. Und das ist jetzt überhaupt gar nicht mehr Simic. Also hier haben wir dieses Meervolk, was ziemlich schlecht ist. Immortal Servitude ist halt auch quasi nichts wert, ist ein paar Cent wert. Ist auch überhaupt nicht jetzt hier in meinen Simic-Farben. Gutterskulk wäre ein guter früher Pick, weil es eben eine 2-Mana-2-2-Kreatur ist. Das Frilled Oculus ist, glaube ich, jetzt mein bester Pick, weil es eben auch eine 2-Mana-Kreatur ist. Ist eine Simic-Karte. Totally Lost bringt eine Karte, ein Non-Land Permanent wieder auf die Bibliothek meines Gegners zurück, kostet allerdings 5 Mana. Das Frilled Oculus hat 1-3 und für 2 Mana kann ich plus 2 ihr Ja. geben. Und das ist eigentlich schon eine ziemlich starke Karte, denke ich. Sehr gut. Ja, der Booster. Wir haben jetzt 5 Picks gemacht. Jetzt kann man ja, wie gesagt, nicht mehr viel erwarten von den Paketen. Der Denizen ist eigentlich gar nicht so schlecht. Jedes Mal, wenn eine blaue Karte ins Spiel kommt, wird mein Gegner für 2 gemühlt. Kostet 3 Mana, ist 2-3. Mit der kann man auch spielen. Dann Scatter Arc ist ein Counter für 4 Mana. Counter-Target Non-Creature-Spell. Draw a card. Also ist auch ganz solide. Aber ein bisschen zu teuer für Gatecrash. Man braucht eher schnellere Karten. Dann diese Serene Remembrance, oder wie man das ausspricht. Finde ich eher nicht so besonders gut. Ich nehme hier den Denizen, weil ich dann in meinen Farben bin. Act of Treason wäre vielleicht auch noch ein guter Pick. Der Fortress Cyclops ist ein bisschen zu teuer. Signal the Clans, das ist hier eine Rare, die wohl offensichtlich weit rumgeht. Die, ja, ich muss meine Bibliothek für 3 Karten durchsuchen und kann dann eine zufällige davon auf die Hand nehmen. Aber die Ist ganz Farben passen nett. dafür überhaupt nicht, oder? Naja, grün würde halt passen. Aber das ist trotzdem nicht so die Farbe, die ich jetzt irgendwie spielen möchte. Bioshift ist halt noch möglich. Gutterskulk kann man Hate picken. Ja, nimm doch die. Aber ich werde mal. Ah, ich nehme den Gutterskulk, damit meine rechten Leute den nicht nehmen können. Burst of Strength ist eine Premium-Simic-Karte, würde ich fast sagen. Die ist instant, kostet nur ein Mana, enttappt eine Kreatur von mir, gibt ihr einen +1/+1 Counter. Das ist ein Combat-Trick, um mit einer getappten Kreatur auf einmal doch blocken zu können. Und deswegen ganz klar hier der erste Pick für mich. Meervolk of the Depths ist auch wieder eine Simic-Karte für 6 Mana, 4-2 Flash. Also kann ich jederzeit wirken wie ein Instant. Armored Transport wäre eine Möglichkeit. Der Syndicate Enforcer ist auch gar nicht schlecht und der Rest ist eigentlich. Ja, Aerial Maneuver kann man auch spielen. Dann haben wir immer noch einen Death Approach. Schwarz ist auch irgendwie ein bisschen offen, muss ich sagen. Also wenn sowas hier wheelt, das ist ein ziemlich gutes Removal, das macht minus X auf eine Kreatur, währenddessen X die Zahl der Kreaturen im Im Graveyard, Friedhof. ja. Ja. Voidwalk ist jetzt auch nicht so geil. Also ich nehme jetzt hier nochmal den Denizen. Obwohl das Death Approach halt auch schon lockt. Also ich werde jetzt hier mal das Dimir Guildgate nehmen. Beacon Apparition ist auch eine ganz nette Karte, wenn man schwarz spielt. Entfernt eine Kreatur aus dem Friedhof. Nee, irgendeine Karte aus dem Friedhof, man kriegt eine 1/1-Kreatur. Ist ganz nett, um die im Sideboard zu spielen, um auf irgendetwas zu reagieren. Wildwood Rebirth ist eine Karte, die ich eigentlich ungern spiele. Das Dimir Guildgate ermöglicht mir vielleicht doch noch ein bisschen schwarz zu spielen. Also als Mana-Fixer, weil schwarz ja offensichtlich doch ein bisschen offen zu sein scheint.
Dann haben wir nochmal ein Bioshift, das haben wir vorhin nicht gepickt. Das bewegt beliebig viele 1-1-Marken von einer auf die andere Kreatur. Ja. Das ist hier die beste Karte eigentlich. Macht man normalerweise, wenn die eigene Kreatur stirbt. Oder wenn man dann irgendwie nochmal was umschieben möchte. Ja, dann nehmen wir hier das Simic Guildgate eigentlich. Ist ja ganz nett, dass es sogar jetzt einmal getabled ist. Also das ist wieder ein weiteres Indiz dafür, dass Simic offen ist. Dass wir jetzt keine weiteren Simic-Karten bekommen haben, das muss nicht viel bedeuten. Also die letzten Booster waren ja eher Simic-frei. Aber grün ist ja eh eine Farbe, die gern gedraftet wird. Ja, und dann nehmen wir hier das Meervolk. Dann haben wir jetzt hier drei Mana-Fixer. Und ja, wir brauchen halt mehr 2-Drops. Die Denizen sind jetzt nicht so das, was wir haben wollen. Ja, hier haben wir einen Counter, der 5 Mana kostet. Und man kriegt danach eine Schleimkreatur, die so viel Stärke und Widerstand hat, wie der Zauberspruch, den man damit gecountert hat, gekostet hat. Das ist schon ganz gut, aber es ist eher eine langsame Karte und ich möchte auf jeden Fall hier vorne erstmal ein bisschen Wasser an meinem Deck ändern. In der Cloud für den Raptor. Ja, Robert? Dem Troll? Der mich da jetzt schon anguckt, der Troll, warum nimmst du den nicht? Ach so, ja, ich spiele ja kein Weiß. Ach so. Ich bin ja gar nicht in Weiß drin. Der Cloud für den Raptor ist eine Premium-Simic-Karte, die legt man halt in der ersten Runde und die wolft irgendwann ziemlich groß. Die Nuvra Horror ist halt auch eine super, super gute Karte, wenn man denn vielleicht doch noch schwarz spielt, aber der Cloud für den Raptor ist auf jeden Fall für das, was wir bisher haben, erste Sahne, würde ich sagen. Ja. Wenn ich den Raptor nicht hätte, würde ich wahrscheinlich den Horror nehmen, um dann doch mal schwarz zu splashen. Weil der kopiert jedes Mal. Ja, machen wir ein anderes Mal. Hier haben wir das Kokanura, das wir vorhin angesprochen haben. Pitfight ist halt auch super nice, aber ich brauche, wie gesagt, mehr Kreaturen. Mit dem Pitfight hast du mich letztes Mal gut geärgert. Ja, Pitfight möchte man auf jeden Fall haben. Aber ich brauche halt mehr gute Kreaturen. Und ich möchte eigentlich nicht mit den Denizen spielen. Und wenn man die Denizen abzieht, bin ich auf 7 Kreaturen jetzt. Und das Meervolk, dann bin ich auf 6 Kreaturen. Also ganz klar brauche ich weitere Kreaturen. Ich würde gerne das Pitfight nehmen, kann ich aber nicht. Der Assault Griffin ist auch ein super Pick, wenn man Weiß spielen würde. Smite ist ein guter Pick, wenn man Orzhov spielt. Als Boros-Spieler möchte man nicht so gerne blocken. Smite zerstört eine geblockte Kreatur. Ja, und deswegen Crocanura ist hier ganz klar mein Pick. Spy and Stage, die Rare ist irgendwie einfach nur Crap. Das ist ein Land, mit dem man ein anderes Land kopieren kann. Was auch immer das bringen soll. Hat bisher noch keiner rausgefunden. Das Prism ist auch ganz nett, aber wie gesagt, wir brauchen die Kreatur. Dann haben wir hier noch einen Premium 3-Drop. Elusive Krasis hat 0-4, Evolve und ist unblockbar. Der Sun Home Guildmage ist auch erste Sahne. Ja, das weiß ich wohl. Also Guildmage ist allgemein und das ist einer der besseren Guildmages. Der Greenside Watcher ist auch okay. Dimir Guildgate ist auch okay für uns. Simic Fluxmage ist ein 3-Drop. Hat 1, 2, Evolve und man kann Counter vom Fluxmage auf andere Kreaturen übertragen. Aber immer nur eine pro Zeit. Und meine Erfahrung war, dass der Fluxmage schon ein bisschen teuer ist. Und der Elusive Krasis ist halt ein 3-Drop und der hat eine 4 hinten. Das heißt, man kann damit erstmal stallen. Und der evolvt ziemlich leicht hoch, weil er natürlich 0 vorne hat. Also jede weitere Kreatur evolvt ihn. Hands of Binding ist auch eine super klasse Karte. Aber ich denke, ich brauche weiterhin Kreaturen. Und deswegen sind wir jetzt erstmal beim Elusive Krasis. So. Dann kommt hier Helbedias vorbei. Homing Lightning ist auch eine super Karte. Ist ein Removal, das bis zu 4 Schaden macht. Für 4 Mana. Das ist ganz okay. Auch noch in Foil. Aber leider spielen wir gar kein Rot. Der Nimbus Swimmer ist ganz nett. Ist aber auch eine Karte, die eher hier hinten anzusiedeln ist. Die kostet X und 2 Mana. Also ein grünes, ein blaues.
Und man kriegt dann eine Kreatur, die so viel 1-1-Counter drauf hat, wie X gezahlt wurde. Also für 5 Mana kriegt man eine 3-3. Es ist nicht so mega stark. Gridlock ist eben auch eine super Karte. Aber ich glaube, ich nehme den Nimbus Swimmer jetzt trotzdem hier raus. Forced Adaption gibt in meinem Upkeep der verzauberten Kreatur jede Runde eine 1-1-Marke. Das ist leider zu langsam, auch wenn das sehr stark klingt. Ich nehme jetzt hier den Nimbus Swimmer. Fertig. Slaughterhorn kann man super spielen. Das ist ein 3-Drop, der ist grün. Undercity Informer ist auch recht stark in einem Dimir-Deck, wenn man millen möchte. Agrophobia ist auch eine super Karte. Die macht minus 5, minus 0. Und für 3 Mana kann man sie wieder auf die Hand nehmen. Das heißt, man schaltet einfach eine richtig starke Karte des Gegners aus, bis man sich selber hochevolved hat. Ja. Ich glaube, hier sollte ich das Slaughterhorn spielen. Einfach um weiter Kreaturen zu sammeln. Adeptus Snapjaw kostet, oder wie man auch aussprechen mag, kostet 5 Mana und hat 6-2 Evolve. Ist leider ein bisschen teuer, wir brauchen günstige Kreaturen. Ja. Und hier ist auch wieder der Trial. Also der Trial, den hatte Robert vorhin angesprochen, weil er einfach super, super stark ist. Und kann man super krass stollen. Also in Orzhov ist das ein Premium-Pick. In Gruul ist der Rampager auf jeden Fall ein Premium-Pick. Aber für uns ist das Sands of Binding, denke ich, jetzt das Beste. Siehst du noch eine andere Karte, Robert? Leider nicht. Ja, der Greenside Watcher ist halt noch ein ganz netter 2-Drop, weil man damit erstmal überhaupt was aufs Feld legt. Er hat 2-1, also kann er auch eine X-2-Kreatur tödlich blocken. Man kann damit noch ein Gate enttappen. Wir haben schon 2 Gates, das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme lieber den Watcher kriegt man später auch nochmal. Ah, ich nehme das Sands of Binding. Schade, dass ich den Rampager nicht nehmen kann, aber Rot haben wir noch gar nicht. So, hier haben wir wieder nur den Denizen. Ich glaube, ich nehme jetzt mal das Death Approach. Wie gesagt, Premium Removal. Ja, Premium nicht, aber es ist schon ein ziemlich gutes Removal. Es kostet nur ein schwarzes Mana, also kann man es leicht splashen. Es ist erst im späteren Spiel wirklich sehr stark. Das heißt, die schwarze Karte kann man schon mal spielen. Schwein ist halt auch gut. Kann halt auch überlegen, das Schwein zu spielen. Die Die Karte letzte. unten links hat mich früher mal genervt oder beim letzten Draft. Ja, Act of Treason ist auch gut. Hier haben wir Spell Rupture. Das ist der beste Counter im Set. Finde ich sehr gut. Hier geht schon wieder eine schwarze gute Karte rum. Der Slate Street Ruffian ist eine 2-2 für 3 Mana. Das ist zwar ein bisschen teuer, aber wenn er geblockt wird, dann muss der blockende Spieler eine Karte abwerfen. Und das erschafft halt Kartenvorteil. Sehr gute schwarze Karte, wie ich finde. Klar gibt es bessere 3-Drops in Schwarz, aber ja. Der Spell Rupture ist ein Counter und damit kann man alles countern und der Gegner kann sich aber aus dem Counter rauswinden, indem er X zahlt und X ist die größte oder die stärkste Kreatur, die man selbst besitzt. Und als Simic ist das meistens irgendwie 3, 4 oder so. So, das ist der erste Booster, der ist getabled und hier können wir unseren Counter sogar noch rausnehmen. Das Mystic Genesis. Ob das jetzt letzten Endes von uns gespielt wird, ist halt fraglich. Aber wenn wir jetzt hier das Mehrvolk mal rausnehmen, dann sehen wir, dass unsere Mana-Kurve doch ziemlich günstig ist momentan noch. Und tatsächlich würde es im aktuellen Deck sogar noch spielbar sein. Wir haben sogar schon 20 Picks. Also ich ärgere mich ein bisschen, dass wir vorhin den Gorklan Rampager nicht genommen haben, weil ich glaube, Rot wäre genauso gut momentan. Das Totally Lost ist halt, wie gesagt, ein bisschen langsam. Scatter Arc wäre noch ein Counter, der leider ein bisschen teuer ist. Ja, und Money Pick ist das hier mit dem Spire and Stage auch nicht. Dann würde ich mal das Totally Lost nehmen, weil das irgendwie noch spielbar ist. Oder den Psychic Strike. Ich glaube, den Psychic Strike nehme ich. Ja, jetzt geht einem hier auch die Zeit aus. Und der Greenside Watcher ist tatsächlich auch getabled. Den haben wir uns ja vorhin angeguckt. Der 2-1er, der Gates enttappen kann für 2 Mana.
Den nehmen wir hier easy raus. Ist quasi ein Geschenk, dass wir den hier noch bekommen haben. Oh ja, und hier ist eigentlich nichts mehr drin. Giltscorn Ward ist eine der schlechtesten Karten überhaupt. Die gibt Protection from Multicolored. Weiß nicht so recht. Das bringt nicht gar nichts. Tin Street Market ist Draw a Card, Discard a Card. Ist alles nix. Also ich nehme jetzt einfach irgendwas. Hier haben wir noch einen Slate Street Ruffian, den hatte ich vorhin erklärt, mit dem Abwerfen, wenn er geblockt wird. Ich könnte auch Midnight Recovery nehmen, tatsächlich. Aber ich nehme mal den Ruffian. Dann haben wir noch einen Totally Lost. Also kriegen noch hier und da eine Simic-Karte geschenkt, tatsächlich. Also ich denke, wir sind in der richtigen Gilde. Allgemein, was wir jetzt schon zusammengedraftet haben, das sieht auch schon ganz ordentlich aus, oder Robert? Ja. Hauptsache, du gewinnst. Ja. Oh, jetzt haben wir hier noch ein recht gutes Pack aufgemacht. Ich nehme den Gutterskull raus. Da haben wir eigentlich schon ganz schön viele 2 Drops. Mit den Ruffian nehme ich auch nochmal raus. Das Delusions können wir auch mal rausnehmen. Den Rubble Hulk können wir leider natürlich nicht nehmen. Pitfight ist eine gute Karte. Disciple of the Old Ways ist Premium 2 Drop. Spell Rupture haben wir schon vorhin einmal besprochen. Ist ein super Counter. Der Drakewing Krasis ist auch eine super geile Simic-Karte. Vielleicht haben wir ja Glück und es tabled, wenn wir der einzige Simic-Spieler hier am Tisch sind. Im dritten Booster ist das möglich. Deswegen würde ich hier den Disciple nehmen, um mehr 2 Drops zu sammeln, weil 2 Drops einfach super wichtig sind im aktuellen Format, habe ich schon mehrfach gesagt. Pitfight hätten wir auch gerne, aber das werden wir wahrscheinlich nicht wiedersehen. Ja. Siehst du noch Karten, Robert? Nein. Ember Beast ist halt auch natürlich super gut, aber natürlich nicht in unseren Farben. Der Disciple, ja gut, dazu müssten wir halt dann noch irgendwie rot reintun. Dann nehme ich mal lieber den Drakewing Krasis. Schnell noch umentschieden. Weil wir den ja kein First Strike geben können. Jetzt ist Robert rausgeflogen. Er wird sich gleich wieder melden. Also wahrscheinlich werden wir dann vielleicht doch rot reinnehmen. Also Arrows of Justice, Skept Clan Charger, Bomber Corps sind alles gute Karten. Mugging ist wahrscheinlich sogar die beste. Grizzly Spectacle ist auch super nice. Dimir Guildgate könnte unseren Splash noch verbessern. Oder ich nehme einfach den Godless Shrine. Für die 3 Ticks. Ich weiß nicht. Also den Charger brauche ich auf jeden Fall nicht. Auch wenn er noch ganz gut evolvt, ne? Aetherize ist halt auch eine krasse Karte eigentlich. Ich nehme den Godless Shrine, um mir auf jeden Fall noch weitere Drafts leisten zu können. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht so die geilste Karte ist, die ich da rausnehmen konnte. Hier haben wir noch einen Crocanura geschenkt bekommen. Killing Glare ist halt auch ein super Removal. Schwarz hat allgemein super schöne Removal, aber ich glaube, Schwarz werden wir gar nicht nötig haben. Ich brauche weitere Kreaturen. Crocanura ist hier die beste Kreatur. Dann nehmen wir die auch. Und Guildgate, das wir nicht brauchen. Dann ist Sprite ist eine gute Möglichkeit. Hindervines ist ein schöner Combat-Trick mit Simic. Kreaturen mit 1-1 Marken machen diese Runde keinen Schaden. Das ist aber möglich, dass er noch tabelt. Hier ist noch der Sapphire Drake. Kreaturen mit 1-1 Marken haben Fliegen. Ich glaube, auch das habe ich nicht unbedingt nötig. Es ist eine recht teure Karte und wir haben hier hinten schon 3 sehr schöne Karten eigentlich. Ich würde sagen, die Sprite ist jetzt hier für mich der beste Pick, um mehr 2 Drops zu sammeln. Hindervines tabled vielleicht nochmal und wenn nicht, dann kriegen wir das Simic Guildgate. Wir haben noch ein Simic Guildgate hier drin. Alpha Authority. Ist zwar auch grün, aber Enchanted Creature ist Hexproof. Finde ich jetzt nicht so gut. Immortal Servitude. Kann man hier Hate picken. Gutterskull ist wie gesagt eine schöne 2-Drop-Karte für Schwarz.
Die wir aber offensichtlich nicht nötig haben. Aber auch das Guildgate haben wir nicht nötig, wenn wir. Ja gut, ich kann mit dem Greenside Watcher zusammen dann schon die beiden Guildgates spielen und durch den Greenside Watcher mich ein bisschen rampen. Wildwood Rebirth wäre auch nicht schlecht. Aber ich nehme einfach mal das Guildgate. Hier haben wir noch Anemonen, die, denke ich, auch ein ganz guter 4-Drop noch sind. Defender Evolve, 4 Mana, 1-4. Wenn man das halt mit dem 3 Mana 0-4 unblockable vergleicht, ist diese Karte natürlich crap dagegen. Also sie ist auf jeden Fall noch spielbar. Wir haben noch das Bioshift, aber das ist irgendwie nicht so die Karte, die ich spielen möchte. Außerdem haben wir das schon einmal. Ah, ich denke, ich nehme die Anemonen. Dann haben wir einen Greenside Watcher. Super. Funktioniert mit unseren beiden Gates, die wir schon gepickt haben. Wir kriegen einen 2-Drop. Astreiner Pick. Verdant Haven würde mich auch nochmal Mana rampen. Hands of Binding ist auch super. Ein zweites Mal. Ich frage mich, was mit Robert los ist. Der hat wahrscheinlich gerade seine Connection verloren. Ja, ich denke, das Hands of Binding ist das Bessere als das Hinterbeins. Das ist aber schon ziemlich thin gewesen, sag ich mal. Wenn man Sprite oder ein Mehrvolk. Sprite oder Spell Rupture. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5. 5 2-Drops. Ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Also die Sprites sind halt schon ziemlich gut. Ich glaube, ich nehme das Sprite. Weil mir 2-Drops doch wichtiger sind. Das Etherize ist getabled. Das ist ja der Easy Pick. Dann würde ich hier sagen, nehme ich. Man könnte das Midwild Recovery noch splashen. Aber ich nehme aber das Guildgate, um Mana Fixing zu Hate picken. Das Hinterbeins ist sogar nochmal getan. Oh. Spell Rupture oder Hinterbeins? Da würde ich sagen, nehme ich das Spell Rupture, weil das flexibler ist. Ja, also einige Picks, da kann man garantiert drüber meckern. Robert ist irgendwie rausgeflogen, ich weiß nicht warum. Gut, aber das könnt ihr gerne in den Kommentaren dann tun. Mal gucken, ob ich es ohne die Denizen schaffe. Wie sieht's aus? Ich habe 14 Kreaturen, 22 Karten so. Ach, Sky Games nehme ich natürlich nicht. Hier haben wir noch ein Spell Rupture. Da sind nur Kreaturen drin. Also sie muss auf jeden Fall. Oh, da ist noch eine Sprite. Komme ich auf 15 Kreaturen. Ich könnte noch die Anemonen spielen. Und die Denizen könnte ich noch spielen.
So richtig viele Evolver habe ich jetzt nicht bekommen, ne? Also ich habe hier Elusive Grasis, zwei Krokanura, ein Raptor. Ja, so viele Evolver sind es irgendwie nicht geworden. Also Aetherize, finde ich, ist schon eine ziemlich gute Karte. Das kann man ruhig main decken. Muss man aber nicht. Also ich möchte eigentlich noch eine Kreatur und dann bieten sich, glaube ich, die Anemonen an. Weil ich habe ja hier ein paar Flieger. Also der Biomancer würde wahrscheinlich ziemlich gut funktionieren, wenn ich Bio-Shift auch ein bisschen spiele. Tatsächlich hätte ich da vorhin vielleicht auch den Guildmagier, der 1-1-Karten rüberschieben kann. Also ich werde mal das eine Bio-Shift spielen, in der Hoffnung, dass der Biomancer mit dem Bio-Shift erwischt wird. Nee, das ist irgendwie Spielerei. Nee, das mache ich nicht. Ich glaube, so kann man es einfach zocken, weiß ich nicht. Also ich kann auch überlegen, vielleicht ...16 Länder nur zu spielen, weil ich eine krasse Mana-Kurve habe. Ich habe einen für 5. Und einen für, naja, den möchte ich vielleicht für 6 oder 7 spielen. Und ansonsten habe ich hier ganz viel für 2 und 3. Und eigentlich bin ich mit 4 Ländern schon total happy. Und da kann man noch 16 Länder spielen, eigentlich. Dann könnt, aber für das Bio-Shift, ich könnte auch einfach sagen, ich, wenn ich das Totally Lost nehme, das ist nichts. Hab noch ein bisschen Zeit. Schwierig, schwierig. Ich könnte auch einfach den Denizen reintun, um noch eine Kreatur zu haben, damit ich auf 17 Kreaturen komme. Also diesmal habe ich echt alles rausgeholt. Ich bin mir schon recht sicher, dass der Master Biomancer einiges wert sein wird. Fragt sich nur noch. Ne, ich lasse das einfach so. Und spiel 17 Länder, das ist schon okay. Dann gehen wir hier auf Art Land. Lass uns das mal vorschlagen. Ich glaube, ich möchte gar nicht mehr blaue haben. Das ist so auch okay. Jetzt schon die Frage, ob ich die Guild Gates spielen möchte, aber mit dem Greenside Watcher ist es schon ganz gut. Das ist halt so die Sache. Mit dem Greenside Watcher kann ich halt auch noch rampen, ne? Das spricht auch wieder dafür, dass ich ein Land weniger spielen möchte. Ich könnte es machen. Meine Mana-Basis ist sehr stabil. Ich könnte es machen. Und dann Denizen reintun. Komme ich auf 17 Kreaturen? Ja, komm, ich mach das. Save as. Heute ist der 14. gewesen. Simic Draft Deck. Machen wir einen Screenshot.
Und klicken mal Submit.